Klavier lernen mit meinem Online-Kurs. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Franz Titsche von Spielen Klavier lernen. Wenn du dir überlegst, ob du vielleicht das Klavierspielen mit einem Online-Kurs oder vielleicht sogar mit meinem Online-Kurs lernen möchtest, dann bist du hier richtig. Denn heute bekommst du einen umfassenden Einblick in meine Kursplattform. Ich zeige dir, wie die Kurse aufgebaut sind, welche Inhalte dich erwarten, wie das Ganze strukturiert ist, wie die Menüs geführt sind, sodass du dich leicht zurechtfindest. Und ich beantworte auch wichtige Fragen. Zum Beispiel, kann man die Noten runterladen? Kann man die Videos runterladen? Ja, man kann die Videos runterladen und auch die Noten. Und wie das genau geht, das zeige ich dir im Laufe dieses Videos. Und dann bekommst du noch einen Tipp, der sehr hilfreich sein kann, wenn du mit Videos arbeitest. Ich zeige dir, wie du die Abspielgeschwindigkeit der Videos einstellen kannst. Du kannst sie schneller laufen lassen oder du kannst sie auch langsamer laufen lassen. Und am Ende des Videos sprechen wir darüber, wie kann ich am besten als Anfänger, als blutiger Einsteiger mit dem Kurs arbeiten und wie kann ich als Wiedereinsteiger von dem Kurs profitieren. Die Kursplattform ist modular aufgebaut. Du musst also nicht unbedingt dich jetzt an diese Reihenfolge halten. Du kannst dir als Wiedereinsteiger, wenn du zum Beispiel als Kind schon mal Klavier gespielt hast und oder schon fortgeschrittener bist, dann kannst du dir selber individuell deinen Lehrplan zusammenstellen. Hier unter dem Video im Beschreibungstext findest du ein Inhaltsverzeichnis. Wenn du also das Video nochmal anschauen möchtest und einzelne Punkte vertiefen möchtest, dann klick einfach auf so einen Stichpunkt und dann springt das Video automatisch zu der Stelle, die du nochmal sehen möchtest. So, jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Wir schalten jetzt rüber zur Kursplattform. Viel Spaß dabei! Ja, jetzt schauen wir mal rein in den Kurs. Bevor wir richtig loslegen, würde ich dich bitten, aktiviere den Vollbildmodus, so dass du das Video groß sehen kannst. Dazu klickst du hier in der unteren rechten Ecke neben dem Zahnrad auf dieses Symbol mit den vier Pfeilen. Und dann wird das Bild groß. Und so kannst du dann auch alles schön deutlich sehen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Du hast dich eingeloggt, du hast also deine Zugangsdaten eingegeben. Dann landest du auf dieser Übersichtsseite. Hier oben hast du ein Menü, hier ist Übersicht und dieses Menü schauen wir uns gleich noch näher an. Du wirst also hier erstmal begrüßt. Dann kommt dieses Begrüßungsvideo, das ist ja genau das, was ich dir jetzt gerade erzähle. Und wenn du dann etwas runter gehst, dann haben wir hier Neues und Hinweise, zum Beispiel neuer Kurs, Mondscheinsonate wurde kürzlich veröffentlicht. Ganz wichtig, es gibt eine exklusive Facebook-Gruppe und die ist ausschließlich für Mitglieder im Klavierkurs. Und das wäre wirklich toll, wenn du da mitmachst, weil da kannst du dann Videos hochladen und da dann Tipps bekommen und da wird schön diskutiert und wir haben da alle viel Spaß in dieser Gruppe. Und wie gesagt, es ist exklusiv für Mitglieder des Kurses, da ist sonst niemand dabei. Und ich stelle da natürlich sicher, dass niemand irgendwie blöde Kommentare absondert. Da bist du also sicher. Dann gibt es ein umfangreiches Kursbuch als PDF. Das hat die liebe Jenny Strobel zusammengestellt. Das ist eine Kursteilnehmerin und sie ist Buchautorin der Klaviercoach. Kannst du dir mal anschauen. Hier sind nochmal diese Downloads und da gibt es eine Inhaltsübersicht, die ich da zusammengestellt habe. Da findest du eben schriftlich zusammengefasst als Checkliste alle Kurse und da kannst du dann auch Häkchen setzen, wenn du so eine Übersicht brauchst. Und hier nochmal dieses Kursbuch zum Downloaden. Du kannst natürlich auch alle Noten und Videos runterladen. Die Links findest du nicht hier. Zum Downloaden der Videos findest du die Links direkt unter den entsprechenden Videos. Die Noten findest du in den entsprechenden Kursen, aber das zeige ich dir nachher noch ganz genau. Und dann kommen die Schnupperkurse, die kennst du wahrscheinlich, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier in diesem Kurs gelandet. Und dann kommen die Premium-Kurse im Überblick. Das sind 15 Kurse, die sind jetzt hier in der Reihenfolge aufgeführt. Erstmal der Einsteigerkurs, vom Blattspielkurs, Liederfrei begleiten und so weiter, Blues und Boogie. Und dann kommen die Stücke Haydn, Petzold, Bach-Präludium, Für Elise, Mozart, Chopin und zum Schluss die Mondscheinsonate. Dieser Lehrplan wird natürlich laufend erweitert, das heißt, da kommen immer wieder neue Kurse dazu. Das heißt, die Struktur kann sich dann verändern, wundere dich dann nicht.
Jetzt schauen wir uns das Menü oben an. Genau, also hier haben wir Übersicht, da gibt es noch Fragen und Antworten. Wenn du da draufklickst, dann gibt es Antworten auf bestimmte Fragen. Genau, welche weiteren Kurse und so weiter sind geplant und so weiter. Warum werde ich in den Videos mit du angesprochen? Und da kannst du dann auf dieses Plus drücken und dann kommt die Antwort. Nach und nach werde ich da immer wieder so Antworten auf wichtige Fragen eingeben. Dann, wenn du zurück willst zur Übersicht, gehst du entweder auf Übersicht oder du kannst auch auf den Flügel oder auf den Franz Titscher hier klicken, da kommst du auch bei der Übersichtsseite raus. So, und als nächstes kommen dann Gratiskurse, die kennst du schon, wenn du da jetzt auf einen draufklickst, dann landest du beim Gratiskurs. Und hier gibt es dann auch sofort Noten zum Downloaden, das ist dieses Zeichen mit PDF. Genau, und hier findest du dann die Links zu den nächsten Videos. Hier geht es dann zum zweiten Video und so weiter. Gehen wir zurück, dann kommen die Themenkurse. Und hier geht es eigentlich jetzt richtig los. Das sind die Premium-Kurse. Jetzt geht es hier los mit dem Klavierkurs für Einsteiger. Da gibt es wieder eine Inhaltsseite erstmal, wo also die ganzen Inhalte dargestellt sind. Hier auch mit Untermenüs hier. Und auch eine Übersichtsseite, wo die ganzen Module alle aufgeführt sind. Du kannst hier dich da reinklicken und dann klappen dann die einzelnen Videos auf. Du kannst also hier direkt zu so einem Video springen. Ja? Genau. Gehen wir zurück. Manchmal muss man hier oben drauf klicken, ist auch einfacher. Du kannst auch ganz hoch gehen und wieder zurückklicken, funktioniert auch. Genau, also Themenkurse sind dann Blattspielkurs, Liederfrei begleiten. Zum Liederfrei-Begleitkurs ist zu sagen, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der wird manchmal irgendwie übergangen, habe ich mitgekriegt. Und der Liederbegleitkurs bietet ganz, ganz wichtige Grundlagen, Dreiklangsbrechungen, also gebrochene Dreiklänge, Umkehrungen und Begleitfiguren und ganz wichtige grundlegende Dinge, Kadenzen, also Akkordverbindungen, die dir dann auch wieder beim vom Blattspielen helfen. Dann kommt ein Blues- und Boogie-Kurs, kleine Etüden. Den Blues- und Boogie-Kurs, den kannst du eventuell auch übergehen, wenn du Blues und Boogie nicht so gern magst. Der spielt jetzt keine Rolle groß für die Reihenfolge der Kurse. Ansonsten sind die Kurse in der im Schwierigkeitsgrad ansteigend angeordnet. Dann kommen die Stücke, hier auch im Schwierigkeitsgrad steigend, wobei das immer so ein bisschen relativ ist. Zum Beispiel Haydn, Petzold, Anonymous und nochmal Haydn. Das ist so fast, kann man sagen, ein Schwierigkeitsgrad. Die Schwierigkeiten sind oft einfach unterschiedlich. Ja? Also beim Haydn, da geht es um schnelle Sechzehntelfiguren. Beim Petzold zum Beispiel geht es mehr um das mehrstimmige Spielen, da geht es mehr um die Unabhängigkeit der Hände. Beim Haydn Menuett zum Beispiel geht es um eine Begleitfigur, die du lernen sollst. Also die Schwierigkeiten sind immer ein bisschen unterschiedlich und die Herausforderungen sind immer wieder andere. Aber die Reihenfolge ist, finde ich, so sehr gut zum Studieren, zum Einstudieren. Dann kommt das Bach-Präludium für Elise, alla Turca. Wobei alla Turca ist schon ziemlich anspruchsvoll. Der Schluss ist technisch ziemlich schwierig. In der Mitte gibt es auch mal Läufe und so weiter. Aber beim Chopin sind die Schwierigkeiten wieder ganz anders. Da musst du romantisch spielen, da musst du Tempogestaltung machen, musst das Tempo wechseln können. Dann sind da schnelle Triller. Also man kann nie genau sagen, welches Stück nun schwerer ist als das andere. Und Mondscheinsonate ist natürlich da hier jetzt erstmal der Höhepunkt. Das ist der langsame Satz, der erste Satz. Da kann man sagen, naja, der ist doch wieder leichter eigentlich als der alla Turca. Das stimmt jetzt so nicht, weil Mondscheinsonate hat viel, viel, ganz viel komplexe klangliche Herausforderungen. Also das ist schon das anspruchsvollste Stück hier vom Kurs. Wie gesagt, das geht dann auch weiter. Also es kommen weitere Kurse dazu und die werden dann hier eingebaut, deshalb wird sich die Struktur immer mal wieder ändern. Und es kann auch sein, dass ich die gesamte Menüführung nochmal irgendwie überarbeiten muss, damit das Ganze übersichtlich bleibt. Das ist ja doch mittlerweile ziemlich umfangreich, das Ganze. Und es soll noch größer werden, also müssen wir da gucken. Vielleicht muss ich das Video dann später auch mal wieder upgraden oder ein neues Video machen oder was dazu machen. Müssen wir mal schauen. Ja, hier kannst du dich wieder ausloggen. Jetzt ganz wichtige Fragen noch, wie kann ich die Videos runterladen zum Beispiel? Du findest immer unter dem Video findest du einen Link Video herunterladen. Da kannst du jedes einzelne Video herunterladen und da klickst du einfach drauf und dann
geht so ein Feld auf und da kannst du jetzt herunterladen, nochmal klicken und dann kannst du sogar die Qualität einstellen. Das ist jetzt HD 720. Andere Videos sind in höherer Qualität auch drin, zeige ich dir gleich noch eins. Du kannst jetzt hier, also hier würde ich tatsächlich das 720 nehmen, damit alles scharf ist und der Klang auch gut ist. Gehen wir mal nochmal zurück zum Kurs, nehmen wir mal ein anderes Video aus einem anderen Kurs, gehen wir mal zur Mondscheinsonate. Das sind die neueren Kurse, die sind dann von der Qualität her, von der Videoqualität etwas höher. Das siehst du dann sofort. Da kannst du das Original runterladen. Das würde ich dir nicht empfehlen, weil es sehr viel Speicherplatz braucht. Da würde ich HD 1020 empfehlen, wenn du den Speicherplatz hast. Da hast du die optimale Schärfe und der Klang ist immer gut. Und wenn du da mit dem Speicherplatz ein bisschen Probleme hast, dann würde ich dir eher sagen, HD 720 ist eigentlich, da ist alles optimal sichtbar und der Klang ist super. Also da, du merkst schon hier, das ist der halbe Speicherplatz von hier. Genau, also so kannst du die Videos runterladen. Leg da am besten einen eigenen Ordner für jeden Kurs und auch vielleicht sogar Unterordner für die entsprechenden Module an, dass du nicht durcheinander kommst, dass du auch selber da eine gute Struktur hast zum Lernen, falls du nicht immer dich einloggen willst und eben hier in der Kursstruktur lernen möchtest. Dann, wo kann ich die Noten runterladen? Das ist bei den Kursen manchmal ein bisschen unterschiedlich. Bei den Stücken ist es meistens so, dass ich hier auf der Inhaltsseite, oder nee, das ist jetzt hier nicht auf der Inhaltsseite, das ist die Inhaltsseite. Ja, da steht, ist noch keins zum Runterladen. Hier bei Einleitung und Vorbereitung. Da ist zum Beispiel jetzt hier unter dem ersten Video sind die Downloads. Hier kannst du die Noten runterladen. Hier kannst du auch noch einen Übeplan und eine Checkliste runterladen. Und den kannst du auch noch als Word-Dokument runterladen, falls du den selber bearbeiten möchtest. Das haben wir aber nicht überall realisiert. Das ist jetzt hier so. Jetzt gucken wir mal noch in den Einsteigerkurs rein. Da sind die Noten zum Beispiel immer da, wo sie halt gebraucht werden. Zum Beispiel beim Improvisieren sind keine Noten natürlich. Zum Beispiel, jetzt müssen wir mal gucken, wo geht es mit den Noten los? Hier zum Beispiel Merrily We Roll Along. Da gibt es Noten dazu und die kannst du hier gleich runterladen. Genau. Und natürlich, sonst findest du, da findest du nochmal Noten. Genau, die kannst du dann runterladen. Und zum Beispiel im Boogie-Kurs findest du die Noten immer am Anfang von jedem Modul. Also wie gesagt, ich habe das immer so gemacht, dass es halt für den entsprechenden Kurs optimal passt. Wenn du Ideen hast, wenn du sagst, okay, du hast eine Idee, wie man das besser machen könnte, schreib mir einfach, geh mit mir in Kontakt. Ich bin da immer für Anregungen bereit und gern offen. Der Kurs ist ja so nach und nach entstanden. Also ich habe nicht alle Kurse auf einmal gemacht und deshalb ist es ein bisschen unterschiedlich, je nach Kurs. Genau, das wäre es mal zum Runterladen. Jetzt gibt es noch was Interessantes für dich. Du kannst zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen. Wenn du zum Beispiel Videos langsamer anspielen willst, zum Beispiel hier klickst du auf dieses Zahnrädchen, ja, dann kannst du hier die Geschwindigkeit, da ist jetzt normal, und dann kannst du hier das langsamer einstellen. Dann kannst du es auch schneller ablaufen lassen. Wenn ich dir zu viel quatsch zum Beispiel, dann kannst du so ein Video auch mal schneller ablaufen lassen. Mache ich gern bei YouTube-Videos, also dass ich dann das schneller machen. Man kann es groß stellen auch hier, wenn du dort drauf drückst, dann wird das ganze Video groß. Würde ich dir unbedingt empfehlen, auch die Videos immer wieder groß anzuschauen und so kommst du auch wieder zurück. Hier kannst du auch die Lautstärke einstellen. Also es gibt schöne Möglichkeiten, wie du mit dem Kurs hier arbeiten kannst. Dann grundlegende Frage, wie sollst du einsteigen? Jetzt kommt es darauf an. Bist du Anfänger oder bist du schon fortgeschritten? Bist du vielleicht Wiedereinsteiger, hast als Kind schon Klavier gelernt? Wenn du jetzt ganz neu anfängst, dann würde ich dir raten, fang von vorne an mit dem Klavierkurs für Einsteiger. Ja, der sollte jetzt nur langsam kommen. Wo kommt er? Mag er nicht. Jetzt ist er da. So, der Klavierkurs für Einsteiger, den gehst du einfach Schritt für Schritt, Video für Video durch, würde ich dir empfehlen. Besonders wichtig ist das zweite Modul, natürlich entspannte Klaviertechnik. Das ist etwas, da kannst du auch mal ein paar Wochen damit arbeiten und dann schon weitermachen. Also du musst es nicht fertig machen, sondern das arbeitest du parallel zu anderen Videos. Ja? Ganz wichtig, Klaviertechnik. Das würde ich sogar jedem Fortgeschrittenen auch empfehlen,
da mal reinzuschauen. Der nächste Kurs wäre dann der Blattspielkurs. Das ist im Prinzip wie eine Klavierschule aufgebaut. Den kannst du hier auch schön runterladen. Zeige ich dir nochmal hier die Noten. Das ist wie eine Klavierschule aufgebaut. Da sind alle Noten vom Blattspielkurs in einem PDF zusammengefasst. Und du kannst wirklich Schritt für Schritt durcharbeiten, wie eine Klavierschule, würde ich dir raten. Und auch das würde ich auch Wiedereinsteigern empfehlen, am vom Blattspielen ständig zu arbeiten. Das würde ich unbedingt empfehlen. Und jetzt ist so, natürlich kannst du den ganz durcharbeiten, aber das wird eine Weile dauern. Ich würde dir empfehlen, nach einem Drittel ungefähr so, geh dann gleich auf den Liederbegleitkurs. Ich habe ja vorher schon kurz angedeutet, der ist sehr, sehr wichtig, weil da findest du wichtige Grundlagen fürs Klavierspielen, die Dur- und Moll-Dreiklänge zum Beispiel. Ja, die Dur-Dreiklänge transponieren in allen Tonarten. Das ist so Basiswissen, Umkehrungen, was ganz wichtig ist, was du wirklich wissen musst. Und das hilft dir dann auch wieder beim Blattspielen. Also das kannst du parallel schon dazu nehmen. Wenn du Lust hast, kannst du dann mit dem Boogie-Kurs weitermachen. Der Boogie-Kurs ist sehr, sehr einfach auch gehalten. Ist ein Kurs, den kann ein Einsteiger wirklich gut machen. Das siehst du hier schon zum Beispiel an der Art, wie das gemacht ist. So am Anfang auf zwei Hände verteilt. Ist nicht sehr kompliziert. Wenn du Boogie nicht magst, ist es nicht unbedingt schlimm, wenn du den auslässt. Dann kannst du auch weitermachen. Es ist sehr nett und nette Abwechslung. Macht auch Spaß. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Der nächste Themenkurs ist kleine Etüden. Und da würde ich dir raten, den machst du nicht am Stück durch. Das ist zu langweilig. Das sind alles Czerny-Etüden und dann noch ein paar andere von Duvernoy zum Beispiel. Aber da würde ich dir raten, nimm einfach die Etüden, die zu den Stücken passen. Und wenn du da jetzt zum Beispiel das Haydn-Scherzo spielst, ja, das hat ja schöne Sechzehntelfiguren, da passen dann wunderbar solche Etüden dazu, um die Finger ein bisschen gelenkig und geläufig zu kriegen. Ich setze dir in den Stücken Links zu den entsprechenden Etüden, die dazu passen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich noch dran arbeiten, da habe ich noch nicht alle Links gesetzt. Also sei mir da nicht böse, wenn du da noch nicht so viele Links findest. Das kommt aber. So, und dann kommen die Stücke und irgendwann mal bist du natürlich auch frei. Du musst jetzt dann nicht unbedingt jedes von diesen Stücken spielen. Ja, das ist, die steigen im Schwierigkeitsgrad und als Anfänger ist es natürlich schon gut, wenn du die durcharbeitest. Aber je mehr wir natürlich Material haben, dann kannst du dann schon mal auch eins auslassen oder eins überspringen und oder mal überhaupt ein Stück dazwischen nehmen, was jetzt hier nicht im Kurs ist. Du kannst ja die Inhalte gut auch übertragen auf andere Stücke, die du gern spielst. Das ist alles kein Problem. Das darf man alles nicht so eng sehen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, einen Klavierkurs wie ein Rezeptbuch aufzubauen, dass man sagt, ich mache wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das muss für alle dann passen. Das wird nie für alle passen. Also du bist ein bisschen gefordert, deinen eigenen Lehrplan hier zusammenzustellen. Und damit kommen wir auch zu den Fortgeschrittenen, zu den Wiedereinsteigern. Der Kurs ist sehr schön für Wiedereinsteiger geeignet, weil du eben in diesem modularen System kannst du dir eben wunderbar deinen eigenen Lehrplan zusammenstellen. Ich wiederhole nochmal, als Wiedereinsteiger würde ich dir unbedingt empfehlen, schau mal im Klavierkurs für Einsteiger rein. Ganz wichtig, diese Technik. Ich habe immer wieder erlebt, dass also auch Leute, die gut Klavier spielen, viel zu verkrampft sind, falsche, schlechte Fingerhaltung haben und viel zu fest auf der Taste aufsetzen, also mit viel zu viel Gewicht spielen. Das sind sehr interessante Videos und ist am Schluss so ein Übungsprogramm, was du ein paar Wochen machen kannst. Dein Wohlfühlprogramm für die ersten Wochen am Klavier. Das kannst du als Wiedereinsteiger ganz genauso gut machen. Da wirst du sehr viel profitieren. Also das ist was nicht nur für blutige Anfänger gedacht ist. Und auch sehr schön ist Improvisation. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ist das? Einstieg ohne Noten. Hier einfach improvisieren. Ich würde jedem raten, lern auch das Improvisieren. Selbst wenn du jetzt die Idee hast, nee, Improvisation ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich will nach Noten spielen oder ich will meine Lieder auswendig lernen oder meine Stücke auswendig lernen. Schau mal ins Improvisieren auch rein. Das Improvisieren hat den riesen Vorteil, dass du einfach viel, viel freier wirst beim Spielen.
Und wichtig ist, dass du halt nicht mit einem zu hohen Anspruch rangehst, aber das zeige ich dir Schritt für Schritt, alles in den Videos. Und das ist sehr schön aufgebaut und da lernst du auch das Pedal am Anfang schon. Also auch das würde ich Wiedereinsteigern empfehlen, da mal reinzuschauen. Wenn du schon Klavier spielen kannst, dann musst du natürlich nicht unbedingt Bruder Jakob spielen oder Mary Lee We Roll Along. Das braucht es nicht unbedingt. Du kannst es dir gerne mal anschauen, aber das muss nicht unbedingt sein. Ja, jetzt hast du einen Überblick über meinen Klavierkurs bekommen und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du noch nicht entschieden bist und wenn du noch ein bisschen, ja, dir überlegst, was sollst du jetzt tun, dann würde ich dir raten, schau dir doch einen meiner Schnupperkurse an. Hier unten im Beschreibungstext findest du Links zu meinen drei Gratiskursen. Trag dich da ein und schau dir das mal in aller Ruhe an und das kannst du wunderbar testen. Und dann kannst du dich entscheiden und dann siehst du auch, ob dieser Klavierkurs was für dich ist, ob das Lernen mit Videos für dich funktioniert. Da will ich dich gar nicht beeinflussen weiter, das musst du wirklich selber entscheiden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt in jedem Fall schon mal viel Freude, viel Spaß beim Klavierlernen. Dein Franz Tischer aus München.